Jetzt haben wir den Salat, jetzt stehe ich mittendrin im Biomüll. Aber so ist es nun mal. Jeder produziert ihn, aber keiner will ihn haben. Wo also hin mit den Kompostieranlagen? In Schaps regt sich jetzt Widerstand. Die Anrainer der Mülldeponie klagen über unerträgliche Gerüche. Und laut Opposition stinkt es schon seit Jahren gewaltig. Seit 33 Jahren wird der Biomüll aus dem Raum Brixen in der Mülldeponie in Schaps aufgearbeitet. Zum Leidwesen der Anrainer, die 300 Meter Luftlinie entfernt wohnen und arbeiten. Das Problem ist, dass wir nicht schlafen können. Es stinkt einfach die Nacht oft einmal sehr penetrant, wie faule Gackelang. Und dazu zu sagen ist, wenn die Wetterverhältnisse sich ändern, dann geht es überhaupt, wenn der Südwind geht, dann ist bei uns ein brutaler Gestank. Und dabei müssen sie schon die Schadstoffe der Pustertaler Staatsstraße ertragen. Auch die Bürgerliste und die Dörferliste fordern Schluss mit dem Gestank. In der Kompostieranlage ist man sich des Problems bewusst und arbeitet längst an Verbesserungsmaßnahmen. Dafür wurden bereits mehr als 1 Million Euro investiert. So wurde erst vor 2 Monaten ein neuer Kompostwender angekauft, mit dem der Biomüll besser durchlüftet werden kann. Neu ist auch die Zwangsbelüftung. Auf dem Hauptrotteplatz wird von unten Luft in den Biomüll geblasen. Sauerstoff ist für die Bakterien, die den Biomüll zersetzen, nämlich sehr wichtig. Es sind umfangreiche Neuerungen durchgeführt worden, die jetzt in einer ersten Probephase, kann man sagen, sind. Und wir erhoffen schon, dass die Geruchsbelästigung deutlich abnimmt. Und wir selber und unsere Mitarbeiter stellen diese auch im ersten Probebetrieb deutlich schon fest. Die neue Besprenkelungsanlage, die bei der Kälte allerdings noch nicht gut funktioniert, soll für eine optimale Feuchtigkeit und Temperatur des künftigen Komposts sorgen, damit die Bakterien die Stoffe gut und rasch abbauen können. So entsteht möglichst wenig Gestank. Dem Wasser sollen künftig auch Stoffe auf Naturbasis beigefügt werden, die den Geruch und den Staub binden. Die Opposition bleibt trotzdem weiter skeptisch und sie wirft dem Bürgermeister vor, zu wenig gegen den Gestank zu tun. Wir haben gemeinsam mit der Bezirksgemeinschaft eine Notrufnummer eingerichtet, wo die Menschen sich melden können und mitteilen, wann sie einen Geruch wahrgenommen haben, wie intensiv dieser Geruch war und so weiter. Damit könne man in der Kompostieranlage den Ursachen besser auf den Grund gehen. Die Dörferliste fordert aber auch, die geruchsgeplagten Bürger von Schaps zur Gänze von den Müllgebühren zu befreien. Leider ist das rechtlich nicht möglich, da die Gebühren auf Gemeindegebiet gleichmäßig verteilt werden müssen und deshalb ist das nicht möglich. So schnell ist der Gestank aus der Kompostieranlage wahrscheinlich nicht zur Gänze aus der Welt zu schaffen. Morgen befasst sich der Gemeinderat von Natz Schaps mit dem Thema.